Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und in diesem Video möchte ich euch drei, na, vielleicht etwas ungewöhnliche Stücke aus meiner Sammlung vorstellen, die nicht jeder in seiner Sammlung hat. Nach dem Intro geht's los. Als erstes würde ich gerne mit einer Konsole anfangen, die ihr eigentlich hier ständig im Hintergrund seht, zumindest was diese Einstellung hier angeht. Und zwar hier der Virtual Boy. Ich habe hier mal demonstrativ den Controller des Virtual Boys in der Hand. Was ist der Virtual Boy, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Es ist eine sehr kuriose Nintendo-Konsole, sage ich mal, die ziemlich stark gefloppt ist. Sie ist so Mitte der 90er Jahre erschienen, ich glaube 95, 96, irgendwas in dem Dreh, und ist nur in Japan und in den USA erschienen. Und weil ich dieses Gerät so interessant und kurios finde, habe ich mir das vor ungefähr 2 Jahren in der japanischen Version, weil die etwas günstiger ist als die amerikanische, in der OVP sogar gegönnt und natürlich auch so ein paar Spiele dazu. Hier seht ihr zum Beispiel das beste Spiel auf den Virtual Boy, Wario Land. Für das System sind ganze, ich glaube, 22 Spiele erschienen. Da seht ihr auch schon, okay, das ist wirklich von Anfang an gefloppt, hatte nicht so wirklich großartig Entwicklerunterstützung. Und das hat bestimmte Gründe. Und zwar ist dieses System Virtual Boy, ihr seht, das ist sehr sperrig zu benutzen. Es ist, wird als Handheld vermarktet, aber ihr könnt es eigentlich nicht so wie den Game Boy on the go irgendwie benutzen oder sowas. Ihr müsst es immer auf einen Tisch stellen und euch da sehr unbequem reinsetzen. Der Vorteil von diesem System ist allerdings, dass es einen durchaus guten 3D-Effekt hat. Und das schon damals. Also ihr habt hier 2 Linsen, wo ihr reinschaut und alles ist in roter Farbe. Und dadurch, dass das natürlich etwas in einen anderen, etwas anderen Winkel quasi euch auf die Augen strahlt, habt ihr so einen leichten 3D-Effekt, der, muss ich sagen, durchaus gut umgesetzt wurde. Warum ist das alles rot? Rot war damals sehr, sehr günstig, beziehungsweise im Vergleich günstiger als die anderen Farben zu verbauen. Und deswegen hat man sich damals für rot entschieden. Ist natürlich sehr offensiv eingesetzt worden. Und wie gesagt, es gibt leider nicht viele Spiele, aber es gibt eigentlich einige durchaus gute Spiele, wie zum Beispiel hier Wario Land für den Virtual Boy, die auch diesen 3D-Effekt ganz gut nutzen. Wobei Wario Land ist in dem Fall sehr, sehr emulatorfreundlich, sage ich mal. Zwar es gibt einen 3D-Effekt, also der wird dort eingesetzt, dass es quasi dann hinter eurer normalen Ebene noch eine Ebene dahinter gibt. Und das kommt natürlich sehr gut rüber auf dem Virtual Boy, aber auf dem Emulator könnt ihr es auch durchaus gut spielen. Deswegen holt dieses Spiel nach, auch auf dem Emulator ist wunderbar. Ja, ist ein absolutes Luxusding, kostet natürlich heutzutage nicht mehr viel. Die haben dann halt irgendwann den europäischen Release haben sie halt eingestampft, was ich, ich weiß nicht, ob ich es schade finden soll, ehrlich gesagt, weil das Ding ist im Original wirklich, nicht sehr bequem. Also es kommt nicht umsonst da alle halbe Stunde so eine Warnung von wegen, hey, hier, entspann dich mal ein bisschen, tritt mal ein bisschen zurück, was ihr zum Beispiel auf dem Gameboy oder sowas ja überhaupt gar nicht habt. Meine persönliche Theorie ist, die ich überhaupt nicht irgendwie mit irgendwelchen Fakten stützen kann. Meine persönliche Theorie ist ja, dass das eigentlich der Nachfolger von dem Gameboy sein sollte. Sie haben sich aber noch nicht so ganz getraut, irgendwie das Gameboy 2 zu nennen oder sowas und deswegen Virtual Boy, dass man so ein bisschen Anleihen hat. Dann haben sie gemerkt, dass es gefloppt und haben dann etwas überhastet den Game Boy Color rausgebracht, der ja schon ein Upgrade zu dem klassischen Game Boy ist, aber halt nicht so richtig, was ordentlich reißt, weil man bedenkt, dass da etliche Jahre nach dem Game Boy erschienen ist, da hätte man durchaus ein bisschen was Besseres einbauen können. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Theorie, die ich nicht irgendwie stützen könnte. Aber so viel zu dem Virtual Boy. Als nächstes habe ich euch hier eine kleine Metallverpackung mitgebracht. Und das hier ist eine originale Gameboy OVP aus Japan. Dann hier in Japan sind so ein paar Spiele in diesen kleinen Blechdosen erschienen. Und das fand ich so kurios, dass ich auch dieses Stück unbedingt für meine Sammlung haben wollte. Hier ist es beispielhaft Pocket Bomberman, auch ein richtig gutes Spiel, was so ein bisschen die Bomberman-Formel nimmt und das als Plattformer interpretiert. Das heißt, ihr habt eure ganz normalen Fähigkeiten wie Bomben legen und so weiter, allerdings halt auf einem Plattform.
ja, Spiel. macht sehr viel Spaß, ist ein interessanter Twist und ich finde, die Bomberman-Serie, da sieht auf den ersten Blick ja alles so viel gleich aus irgendwie. Und dass sie da mal einen anderen Weg genommen haben, finde ich gar nicht so verkehrt. Ist, finde ich, so ein bisschen ein Geheimtipp. Also, wenn ihr mal etwas andere Plattformer spielen wollt, definitiv hier mal zugreifen. Das Spiel ist auch in Europa erschienen ganz normal. Aber diese Blechdosen, die sind Japan-exklusiv. Da gab es, wie gesagt, ein paar Spiele, die so erschienen sind. Und ich fand das irgendwie so kurios, dass ich mir das unbedingt mal haben holen wollte. Also, ihr seht es ja in dem eingeblendeten Videomaterial. Beilagen sind natürlich wie die üblichen. Ne? Ihr habt ein kleines Handbuch dabei, ihr habt das Spiel dabei und so weiter. Finde ich einfach mal eine gute Idee. Ihr bekommt die auch bei Japan eBay noch relativ günstig, je nach Spiel. Natürlich kommt es drauf an. Manchmal sogar noch neu eingeschweißt. Die haben natürlich alle hier so ein bisschen das Problem, dass das Metall so ein bisschen korrodiert ist. Natürlich, ne, ist irgendwann jetzt Ende der 90er erschienen. Sind natürlich einige Jahre da vergangen seitdem. Aber das ist wirklich so eine kleine Kuriosität, die musste ich in meiner Sammlung haben. Und als letztes wollte ich euch beispielhaft das hier zeigen. Und zwar ist das die Original Game Boy Zubehör Gürteltasche in der OVP. Ihr seht es vielleicht hier in der Vitrine, ich habe auch noch andere Zubehörteile in OVP und zwar den Akku und den Lightmax. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich sowas Kurioses. Okay, gut, diese Tasche habe ich vielleicht mal gesehen, aber Panda, warum musst du da unbedingt die OVP dazu haben? Ganz einfach, weil ich diese drei Zubehörteile hatte ich damals als Kind und ich habe die einfach geliebt. Also diese Gürteltasche natürlich beispielhaft, ihr habt da so ein Fach, wo ihr den Gameboy reinstecken könnt und ich habe dann vorne halt, könnt ihr entsprechend ein paar Module, ich glaube da passen 4 oder 5 Module rein mit den Schutzhöhlen natürlich. Da gab es so kleine Gummihalterungen, die man reinstecken konnte und ich war damals eigentlich immer so unterwegs. Und das war ein ständiger Begleiter und dieses Design halt schwarz mit diesen, ich sag mal 90er Jahren und Pink. Das hat sich irgendwie so bei mir irgendwie eingeprägt. Deswegen muss ich das unbedingt auch als OVP haben. Mein Original von damals, das ist ja wie immer, natürlich wurde viel benutzt. Ne? Das ist natürlich irgendwann damals irgendwann verschwunden. Genauso geht es natürlich mit dem Akku. Ich muss sagen, der Akku ist eigentlich schuld daran, dass ich damals so viel Gameboy gezockt habe. Weil es hat nämlich dieses große Problem der Batterien ja entschärft. Da ich ganz einfach dann einfach an Strom anschließen konnte, Gameboy dran, zack, zack. Ist natürlich Gameboy-Portabilität, wenn man am Strom sitzt, ist natürlich nicht mehr so gegeben. Aber damit habe ich dann wirklich die meiste Zeit gespielt, weil ihr kennt es selber damals, ne? Mit dem wenigen Taschengeld da ständig diese Batterien nachkaufen. Das war irgendwie nicht so toll, weil gefühlt waren damals die Batterien auch irgendwie teurer als heute. Und ja, deswegen war das wirklich bei mir in Dauerbenutzung, war zum Schluss ganz abgeranzt. Ich glaube, die Akkuleistung, die war auch gar nicht mehr so toll. Aber wie gesagt, ich habe es eigentlich nur so als Stromadapter im Prinzip benutzt. Und der Lightmax, wer es nicht kennt, das ist so ein runterklappbares Teil mit einer Lupe. Und da sind 2 Lichter dran. Sollte natürlich so ein bisschen A, das Problem der fehlenden Hintergrundbeleuchtung und natürlich das kleine Displays irgendwie ausgleichen. Die Lupe fand ich irgendwie nicht so toll. Es gibt auch irgendwelche Dritthersteller, die auch ähnliche Konstrukte irgendwie anbieten. Die Lupe fand ich persönlich nie so toll, aber das Licht war halt sehr wichtig. Denn wirklich, wenn ihr gerade in etwas dunkleren Umgebung irgendwie spielen wolltet und ihr nicht die Chance hattet, irgendwie eine Lichtquelle, eine externe irgendwie großartig da drauf zu machen, war das wirklich ein Lebensretter, da ihr endlich das Spiel sehen konntet. Denn wirklich der große, große Nachteil, sagen wir mal ehrlich, bei dem klassischen Gameboy ist wirklich die fehlende Hintergrundbeleuchtung, vor allem aus heutiger Spielersicht. Ja, deswegen musste ich die 3 Sachen hier unbedingt auch in OVP haben, weil ich mir dachte, wenn schon, denn schon. Das waren so ein bisschen meine etwas kuriosen Sachen, die euch etwas zeigen wollte. Habt ihr vielleicht irgendwelche kuriosen Sachen in eurer Sammlung? Würde mich mal interessieren. Haut's mal ab in die Kommentare. Und schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut.